Volles Programm. Mehr als 200 Ausstellungen und Veranstaltungen in 10 Tagen machen das London Design Festival zu einem Riesenevent. Rund 350.000 Besucher aus aller Welt werden erwartet. Mit dabei der Londoner Designer Tom Dixon. In seinem Geschäft am Grand Union Canal zeigt der Brite neue Kollektionen. 65 Mitarbeiter beschäftigt er in seinem Studio. Der Autodidakt brachte es zum Chefdesigner großer Möbelfirmen wie der finnischen Artek. Seit 2002 hat er seine eigene Marke und verkauft in 63 Länder. Sein großes Thema dieses Jahr: Licht. Für jeden Designer ist es aufregend, wenn die Technologie sich weiterentwickelt, weil es einem ermöglicht, neue Dinge auszuprobieren. Im Bereich Lichtdesign ändert sich momentan enorm viel. Vor allem in der LED-Technologie. Das ist ein Bereich, der eigentlich ziemlich verwirrend ist. Und Verwirrung kann für Design Gutes bedeuten. Früher Glühbirne, heute Leuchtdioden, auch LED genannt. Das ist die Zukunft, denn die herkömmliche Glühbirne stirbt in Europa langsam aus, per EU-Verbot. Das bringt auch fürs Lichtdesign grundlegende Veränderungen. Dieses Jahr geht es mehr um die Wirkung von Licht selbst, statt nur um die Form eines Lampenschirms. Diese Lampenschirme sind so gestaltet, dass sie Schatten werfen und das eher harte Licht der Glühbirne brechen. Auch im Victoria and Albert Museum, das den Mittelpunkt des Designfestivals bildet, stößt man auf innovatives Lichtdesign. Im Tunneleingang zum Museum hat der Brite Dominic Harris den Eingang mit seiner interaktiven Installation gestaltet. Der Titel Walk the Light, führe das Licht spazieren. Walk the Light besteht aus zwei Elementen. Das erste ist dieser Lichtstrahl, der sich mit einem durch den Raum bewegt, und das zweite ist dieses stimmungsvolle Farbspiel. Anhand von Temperatursignalen erkennt das System die Menschen im Tunnel und fährt mit einem Scheinwerferlicht auf einer Schiene mit. Die Farbe des Lichts ändert sich abhängig davon, ob mehr Besucher ins Museum hinein- oder hinausgehen. Dominic Harris benutzt in seiner Installation das Medium Licht, um die Menschen auf ihre Umgebung aufmerksam zu machen. Mir graut es vor einer düsteren Zukunftsvision, wie beim Film Blade Runner, in der Gebäudefassaden zu riesigen Werbeflächen verkommen. Ich möchte, dass meine Lichtinstallationen eine Relevanz haben, in Bezug auf ihre Umwelt, auf die Menschen, auf die Nutzer. Ein weiteres Werk von Dominic Harris. Der 35-Jährige experimentiert schon lange mit Licht und Interaktivität und hat ein eigenes Studio mit 16 Mitarbeitern. Auf dem Designfestival ist er zum ersten Mal. Diese Gelegenheit, mit der Öffentlichkeit in einen Dialog zu treten, ich hätte mir keinen besseren Raum wünschen können. Nicht weit vom Museum, der Conran Shop. Hier stellt eine Riege internationaler Designgrößen Objekte in Rot aus. Sie entstanden im Auftrag der Möbelkette, die der Brite Terence Conran gegründet hat. Man kann sie auch kaufen, etwa den Spunchair von Thomas Heatherwick, Tische von den Brüdern Burlek, neue Lampen vom britischen Jungdesigner Benjamin Hubert und eine Lampe des deutschen Designers Ingo Maurer. Das Unikat gehört mit fast 31.000 Euro zu den teuersten Ausstellungsobjekten. Viele der Festivalbesucher lassen sich durch solche Entwürfe inspirieren. Die Stimmung auf dem London Festival gefällt mir. Viel Industriedesign. Ich war schon ein paar Mal hier, aber jetzt läuft es richtig an. Das Festival ist spannender als viele andere Festivals in Europa. Ich habe auch schon, bevor ich nach London gezogen bin, die Stadt als wichtigen Standort für Design angesehen, wegen des großen Erfindungsreichtums der britischen Designer. Für seine Vielseitigkeit ist auch Tom Dixon bekannt. Seit 10 Jahren nimmt er am Festival teil. 2009 zog er auf sein jetziges Ausstellungsgelände. Dort veranstaltet er parallel eigene Events. Es ist ein sehr verwirrendes Festival, weil es versucht, so viele verschiedene Arten von Design unter einen Hut zu bringen. Grafik, Installation, Software-Design, Architektur. Aber es ist einzigartig als Festival, das so eine Reichweite in der Welt hat. 10 Jahre London Design Festival. Eine Veranstaltung, die sich allen Disziplinen des kreativen Schaffens widmet.